Herzlich willkommen zur Biologie. Unsere Themen heute sind einerseits die Verdopplung der Chromosomen. Wie läuft dieser Prozess ab? Das ist eine wichtige Vorbereitung, wenn sich eine Zelle teilen möchte, damit sie dann an beide Tochterzellen auch exakt die gleiche genetische Information weitervererben kann. Dieser Prozess der Verdopplung der DNA nennt man DNA-Replikation. Eine ganz zentrale Rolle dabei spielen die Enzyme mit dem Namen DNA-Polymerasen. Wir werden mit Ihnen beginnen, dann die DNA-Replikation uns anschauen und im zweiten Teil dann, das ist ein etwas anderes Thema, den Aufbau von Genen im Detail studieren. Legen wir gleich los und gehen hier in den Unterlagen auf Seite 80. Da ist sehr schematisch dargestellt dieser Prozess, der uns heute genauer beschäftigen wird. Wir starten mit einer Vorlage. Das wäre das Chromosom oder die Chromosomen, stellvertretend die Doppelhelix hier für die DNA, die die Zelle verdoppeln will, als Vorbereitung für die Zellteilung. Sie nimmt also grün diese beiden Stränge als Vorlage und erzeugt nun zwei identische Kopien daraus. Je eine Kopie kann dann an je eine Tochterzelle weitergegeben werden. Wenn wir uns die beiden Produkte auf der rechten Seite anschauen, also das Ergebnis der DNA-Replikation, dann sehen wir, dass jeweils einer der beiden grünen Stränge in einer Doppelhelix drin vorkommt und der zweite Strang, der ist hier blau gezeigt, das ist der neue DNA-Strang, der wird von der Zelle zusätzlich in diesem Moment der DNA-Replikation erzeugt. Das ist bei beiden Doppelhelices hier so, jeweils eine grüne Vorlage und ein neuer Strang. In beiden Fällen gibt das dann das Chromosom, die Chromosomen, welche die Zelle an ihre Töchter weiter vererbt. Wir können also hier bereits festhalten, blau, das sind die neuen DNA-Stränge. Wir sehen jetzt hier, ausgehend von einer Doppelhelix haben wir zwei neue erzeugt. Wichtig ist die Farbkodierung in diesem Falle. In den folgenden Abbildungen wird jeweils auch die Vorlage grün sein und das, was neu hinzukommt bei der DNA-Replikation, dieser Aspekt oder dieser Teil von der Doppelhelix, der wird blau dargestellt sein. Wir behalten also im Hinterkopf, grün ist die Vorlage und blau ist das Produkt, das die Zelle neu produziert. Eine zentrale Rolle bei der Verdopplung der DNA spielt ein Enzym oder spielen Enzyme mit dem Namen DNA-Polymerasen. Dieser Name, den kann man so verstehen, diese Enzyme können eine grüne Vorlage ablesen. Diese Enzyme können also hier schauen, welche Base sitzt da jeweils in welcher Position. Und nachdem sie diesen Ableseprozess gemacht haben, werden sie komplementär dazu gegenüberliegend die richtige Base einbauen. Beispielsweise, ich kann da einige Basen hinschreiben, wenn hier ein A, ein G, T, T, C, G in der Vorlage drin war, dann hat die blaue Polymerase diese Sequenz abgelesen und gegenüberliegend dann komplementär hier ein Thymin, Cytosin, zwei Adenin, ein Guanin und nochmals ein Cytosinrest eingebaut. Also so kann man sich das denken. Das wäre die Arbeit, die hier diese DNA-Polymerase verrichtet. Arbeiten tut sie in dieser Grafik hier von links nach rechts. Die Richtung wird gleich noch wichtig sein. Auf die gehen wir noch ein. Im Moment können wir schon mal festhalten, damit neue DNA gemacht werden kann in der Zelle, hier wäre das gerade der Fall, braucht es natürlich Bausteine. Es braucht
Nukleotide. Und diese Nukleotide werden dann von diesem Enzym der DNA-Polymerase aus dem Zytoplasma aufgenommen und hier gebraucht, um den neuen blauen DNA-Strang zu erzeugen. Weil es DNA ist, die hier erzeugt werden soll, sind es Desoxynukleotide. Wir haben letztes Mal gesehen, in der DNA hat es Desoxyribose drin und entsprechend sind das hier Nukleotide, die bereits diesen richtigen Zucker mitbringen. Der Prozess braucht Energie. Das Aneinanderhängen, das geht nicht einfach so, sondern das kostet Energie. Und die Energie bringen die einzelnen Nukleotide auch gleich mit in Form von 3 hintereinander hängenden Phosphatresten. 2 dieser Phosphatreste werden dann abgespalten. Dieses Abspalten, das liefert die Energie. Und mit dieser Energie kann da diese blaue neue Nukleotidkette, die neue DNA, erzeugt werden. Abgekürzt werden diese Desoxynukleotid-Triphosphate auch als DNTP. Diese Abkürzung, mit der werden wir dann im Laufe des Nachmittags noch arbeiten. Deshalb können wir die hier schon mal hinschreiben. Das Besondere der DNA-Polymerasen dieser Enzyme ist, dass sie nicht arbeiten können, wenn hier einfach eine leere, grüne, einzelsträngige Vorlage vorliegt, dann können sie nicht aus dem Nichts heraus mit der Arbeit beginnen. Das funktioniert nicht. Sie brauchen immer zwingend bereits ein Dreistrichende, das ihnen als Startpunkt dient. Das ist so wichtig, diese Eigenschaft der DNA-Polymerasen, dass wir die festhalten wollen. Diese Aussage, die ist so bedeutend, dass wir da das nur noch rot markieren können oder müssen oder dürfen. Und auch das Ausrufezeichen hier hinten, das hat es verdient, dass wir es rot markieren, weil diese Eigenschaft, werden wir heute auch noch sehen, die ist wirklich zentral, die ist ganz, ganz wichtig. Die müssen wir an der Stelle auch noch ein bisschen weiter erklären. Was ist hier gemeint damit? Wir sehen, blau, das ist die neue DNA, die gerade erzeugt wird von der DNA-Polymerase. Das 5-Strich-Ende, das sitzt hier hinten. Hier geschieht nichts. Das 3-Strich-Ende, das befindet sich aktuell hier an dieser Position, wo die DNA-Polymerase gerade das nächste Nukleotid einbauen wird. Ich habe vorhin bereits gesagt, eine DNA-Polymerase kann nur arbeiten, wenn sie bereits ein solches freies Dreistrichende hat. Wir wissen im Moment noch nicht, wie das hier alles beginnen konnte. Irgendwie nach der Trennung der grünen Doppelhelix musste das Ganze hier ja in Blau zuerst einmal beginnen können. Im Moment wissen wir noch nicht, wie genau dieser Startvorgang ausgesehen hat. Offenbar war er aber erfolgreich, so dass hier jetzt diese DNA-Polymerase den blauen DNA-Strang bereits erzeugen konnte. Eine DNA-Polymerase braucht also hier bereits etwas Vorarbeit, könnte man sagen. Sie braucht bereits hier ein solches Dreistrichende, wo sie dann jeweils das nächste Nukleotid anhängen kann. Und wenn sie da weiterarbeitet, dann wird dieses Dreistrichende auch mit der Polymerase zusammen nach rechts wandern.
Wiederum, das ist so wichtig, dass wir das hinschreiben können, müssen, dürfen und auch noch die entscheidenden Aspekte hier rot markieren wollen. Die Polymerasen, die DNA-Polymerasen benötigen also wirklich zwingend ein solches freies Dreistrichende und wiederum hat diese Aussage ein rotes Ausrufezeichen verdient. Auf dieser Abbildung ist das der Fall. Hier hat es ein freies Dreistrichende. Da kann also die Polymerase weiterarbeiten. Sie hat hier ein freies Dreistrichende und sie hat hier auch eine grüne Vorlage, die sie ablesen und ergänzen kann. Das wäre also hier gegeben. Das Enzym wird dann noch bis zu diesem Zeitpunkt hier arbeiten können. Da ist dann die grüne Vorlage zu Ende und da wird dann auch die DNA-Replikation stoppen. Weil hier keine weitere Vorlage mehr kommt, kann dann die Reise für die DNA-Polymerase auch nicht mehr weitergehen. Gut, wenn alles klar ist, dann wollen wir an der Stelle eine kurze Frage zu dem Thema uns anschauen. Wir gehen dazu auf die E-Learning-Plattform Moodle, scrollen da etwas nach unten, gehen in den Abschnitt Skript hier, noch etwas nach unten und da hat es die Frage zu den DNA-Polymerasen. Ihr habt da drei Situationen beurteilt, ob eine Verlängerung, eine Neusynthese der DNA stattfinden kann und wenn ja, in welchen Positionen das geschieht. Besten Dank für eure Beiträge. Schauen wir uns die Lösungen an. Die erste Situation zeigt uns hier einen DNA-Strang. Die Vorlage, die wäre oben. Das ist sehr vergleichbar mit dem Beispiel, das wir jetzt voreben besprochen haben. Und da haben wir die Situation, dass in Position C ein Dreistrichende vorhanden ist. Einerseits, das ist eine ganz wichtige Bedingung, die erfüllt sein muss, und wir haben da dann auch noch zusätzlich Einzelstrang-DNA als Vorlage. Die Verlängerung, die meisten von euch haben hier das also richtig erkannt, hier Position C, die wird verlängert. Konkret, ich mache da die Bewegung mit der Maus, hier, das wird die DNA-Polymerase, das Enzym wird also nach links gehen und da noch ergänzen, bis dann, jetzt kommt mir da jeweils dieses Schaltelement in den Weg, aber bis hierher, da endet dann die Vorlage, da geht dann die Reise nicht mehr weiter. Das habt ihr also hier zum größten Teil richtig erkannt. Die zweite Situation, die ist nicht ganz einfach. Das ist ein bisschen eine sehr eine schwierige Situation. Hier haben wir lediglich einen einzigen Strang als Vorlage. Und dieser eine Strang, der enthält zwar genetische Informationen, wir haben aber vorhin gesagt, das Enzym DNA-Polymerase, das braucht zwingend ein bereits bestehendes freies Dreistrichende, mit dem es arbeiten kann. Und in dem Falle gibt es das auf einem gegenüberliegenden Strang nicht. Es hat gar keinen gegenüberliegenden Strang. Dieses Dreistrichende hier, das einige von euch vorschlagen hier, das kann man nicht einfach so herumbiegen. Das würde nicht funktionieren. Das kann hier also nicht so nach unten klappen. Wenn das so wäre, dann könnte es tatsächlich hier als Startpunkt genutzt werden, aber das geht nicht. Wahrscheinlich habt ihr, als ihr da die Position B ausgewählt habt, daran gedacht. Korrekt wäre die Antwort hier, es gibt keine Position, die man verwenden kann, um da diese Vorlage zu ergänzen. Position C und D fehlen hier natürlich sowieso. Die dritte Situation, die habt ihr sehr gut erkannt. Da haben die allermeisten gesagt, in Position B und C könnte man verlängern und genau das ist so, genau das würde in einer Zelle drin geschehen. In dem Falle hier Position B würde die DNA-Polymerase andocken und nach rechts arbeiten. Sie würde da bis zum Ende der Vorlage unten kommen, also bis hierher. Und auf dem gegenüberliegenden Strang wäre die Situation
eigentlich identisch, dieses Dreistrichende, das wäre Position C, dient als Startpunkt und die DNA-Polymerase geht da nach links, bis sie zu diesem Fünfstrichende der Vorlage kommt, dann wäre auch hier fertig, dann hätten wir ergänzt eine schöne Doppelhelix. Vorher kam noch die Frage, wie das genau sei mit der Genauigkeit. Wie schaut das aus, wenn dieser Prozess abläuft, wenn diese Replikation stattfindet? Wie oft macht die DNA-Polymerase einen Fehler? Beziehungsweise wir müssten die Frage eigentlich anders herumstellen und fragen, wie genau arbeitet dieses Enzym? Wir haben dazu ein, zwei Angaben in den Unterlagen im Skript drin. Das Enzym DNA-Polymerase, das ist auf den ersten Blick betrachtet zumindest relativ ungenau. Das mag jetzt erstaunen. Das Enzym macht etwa alle 10.000 Basenpaare einen Fehler. Das wäre diese Fehlerrate von 10 hoch minus 4. 10 hoch minus 4 bedeutet, eine von 10.000 Basen wird also falsch abgelesen bzw. falsch dann gegenüberliegend eingebaut. Das wäre eine Katastrophe, wenn das in einer Zelle drin tatsächlich eine solche Fehlerrate geben würde. Dann würde mit jeder Zellteilung würden zahlreiche Mutationen entstehen oder solche Zellen wären dann wahrscheinlich kaum überlebensfähig, längerfristig zumindest, wenn sie sich mehrmals hintereinander teilen würden. Das würde nicht funktionieren. Das Interessante ist, die DNA-Polymerasen, die können die Qualität ihrer eigenen Arbeit jedoch beurteilen. Diese Enzyme haben einen Korrekturlesemechanismus und erkennen, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Wenn das der Fall ist, wenn Sie erkennen, ich habe ein falsches Nukleotid eingebaut, dann sind Sie in der Lage, dieses falsch eingebaute Nukleotid wieder herauszuschneiden, zu entfernen und dann haben Sie eine neue Chance, die Stelle, die zuvor fehlerhaft war, nochmals abzulesen und dann mit dem zweiten Durchgang mit dem richtigen Nukleotid gegenüberliegend zu ergänzen. Mit diesem Korrekturlesemechanismus kommen die DNA-Polymerasen auf eine extreme Genauigkeit. Diese Genauigkeit liegt jetzt im Bereich von 10 hoch minus 10. Das bedeutet, eine von 10 Milliarden Basen oder eines von 10 Milliarden Nukleotiden wird noch falsch eingebaut. Das ist eine enorme Leistung, eine extreme Genauigkeit. Wir haben hier unten einen Vergleich, wenn ein Mensch auf einer Tastatur tippen würde und 100 Anschläge pro Minute erreicht, das ist ja so eine durchschnittliche Schreibgeschwindigkeit, dann müsste die Person 190 Jahre lang 24 Stunden am Tag tippen und in diesen 190 Jahren dürfte sie nur einen einzigen Fehler machen. Das wäre also das Level, das hier die DNA-Polymerasen erreichen. Jetzt kann man sich fragen, für die Zellen, wie relevant ist das? 10 hoch minus 10, ist das eine Größe, die extrem gut ist oder ist das immer noch viel zu fehleranfällig? Geschehen da immer noch viel zu viele Mutationen? Als Referenzgröße können wir das menschliche Genom heranziehen. Da können wir unterscheiden zwischen dem haploiden Genom und dem diploiden Genom. Das haploide Genom, das ist der Teil der Erbinformation, die wir entweder von der Mutter bekommen haben, über die Eizelle oder vom Vater über ein Spermium. Ein haploides Genom, das wäre also der Teil von einem Elternteil. Das haploide Genom umfasst 3 mal 10 hoch 9 Basenpaare. Basenpaare wird auch als BP abgekürzt, klein geschrieben. Wir sind natürlich entstanden durch die Verschmelzung von einer Eizelle und einer
Spermienzelle, das bedeutet, die Körperzellen, die unseren Körper aufbauen, die sind diploid, die enthalten zwei Chromosomensätze. Und der diploide Chromosomensatz beim Menschen, der besteht dann aus doppelt so vielen, logischerweise, also 6 mal 10 hoch 9 Basenpaaren. Wir haben oben gesehen im Text drin, die Fehlerrate liegt bei 10 hoch minus 10. Wenn man das jetzt vergleicht, 10 hoch minus 10 in Relation setzt zu hier den 6 Milliarden Basenpaaren, die unser Genom in einer somatischen Zelle, also in einer Körperzelle drin ausmachen, dann ergibt das 0,6 Mutationen oder 0,6 Fehler pro Zellteilung. Wir sehen, die DNA-Replikation, also das Verdoppeln der Chromosomen, das ist ein äußerst genauer Prozess. Durchgeführt wird er von den DNA-Polymerasen und wie dieser Prozess im Detail abläuft, das wollen wir uns als nächstes anschauen. Zur Erinnerung, die Grafik, die jetzt dann gleich folgt, verwendet auch die Farbkodierung grün für die Vorlage und blau für die neu produzierte DNA. Der Prozess der DNA-Replikation, wie er in der Zelle drin abläuft, den haben wir auf Seite 84 im Skript drin. Wenn wir da drauf blicken, sehen wir, ja, da kommen doch einige Schritte zusammen. Wir gehen jetzt gemeinsam Stück für Stück durch die Grafik durch und beginnen hier beim ersten Schritt. Das wäre der Moment, wo die DNA-Doppelhelix, das sind die beiden grünen Stränge hier, grün, haben wir gesagt, sei die Vorlage. Diese Vorlage, die muss im ersten Schritt getrennt werden in zwei Einzelstränge. Die beiden Einzelstränge, die sehen wir dann, gehen da einer nach rechts oben und der andere nach rechts unten. Das Enzym, das diesen Trennungsschritt macht, das heißt Helikase. Die Helikase in der Abbildung wäre da diese Struktur an der Position hier. Die Helikase ist also in der Lage, die Wasserstoffbrücken, welche die beiden Stränge zusammenhalten, aufzubrechen. Eine einzelne Wasserstoffbrücke, das ist eine relativ schwache chemische Bindung. In der Summe haben wir hier aber ganz, ganz viele Wasserstoffbrücken. Und weil die Helikase so viele Wasserstoffbrücken trennen muss, brechen muss, braucht es dafür eine Energiequelle. Die Energiequelle, das ist wie so üblich in Zellen drin, ATP. ATP liefert also den Treibstoff, liefert die Energie für die Helikase, um die Doppelhelix zu trennen in zwei Einzelstränge. Die Helikase wie ein Schneepflug ist da jetzt also der Doppelhelix entlang unterwegs. Sie wandert nach links in unserer Abbildung und trennt die Doppelhelix. Wir haben jetzt zwei Einzelstränge. Die sind natürlich grün, weil sie von der Vorlage her kommen. Nachdem die beiden Einzelstränge voneinander separiert wurden, muss die Zelle sehr genau darauf achten, dass hinter der Helikase die beiden Einzelstränge nicht gleich wieder zusammenkommen und erneut eine Doppelhelix ausbilden. Das würde geschehen, wenn keine besonderen Maßnahmen ergriffen würden. Und die besonderen Maßnahmen in dem Falle, das sind spezielle Proteine, die sich ausschließlich am Einzelstrang-DNA anlagern. Diese Proteine, die sind hier so als graue, flachgedrückte Strukturen dargestellt. Sie erkennen, dass das Einzelstrang-DNA ist, binden und damit, wenn es da diese grauen Proteine dran gebunden sind, können die beiden getrennten Stränge nicht mehr zusammenfinden. Also der Reißverschluss, der kann sich nicht gleich wieder schließen hinter der Helikase.
Wir haben die wichtigste Vorarbeit erledigt. Die Doppelhelix ist getrennt, dank der Helikase, Schritt 1. Und Schritt 2, die Einzelstränge sind stabilisiert, dank den grauen DNA-Einzelstrang-Bindeproteinen. Jetzt kann der eigentliche Prozess der Verdopplung beginnen. Wir gehen da etwas nach rechts unten. Wir haben zu Beginn der Lektion gesagt, die DNA-Polymerasen, die benötigen ein freies Dreistrichende als Startpunkt. Eine DNA-Polymerase kann nicht hier auf freier Strecke binden und dann mit dem neuen blauen DNA-Strang beginnen. Das kann sie nicht. Sie braucht bereits einen Startpunkt, wo sie anknüpfen kann. Diesen Startpunkt liefert ein Enzym mit dem Namen Primase. Die Primase selbst ist nicht der Startpunkt, sondern das Enzym Primase, das erzeugt hier parallel oder komplementär zur grünen Vorlage ein ganz kurzes RNA-Stück. Dieses kurze RNA-Stück, das nennt man einen Primer. Und die einzige Aufgabe, die der Primer hat, die einzige Aufgabe, die dieses kurze RNA-Stück hier hat, besteht darin, dass an dieser Position hier ein Dreistrichende existiert. Gegenüberliegend ein Fünfstrichende und hier hat der Primer ein Dreistrichende. Das war also der Startpunkt. Hier konnte die DNA-Polymerase 3 loslegen. Hier hat sie mit der Arbeit begonnen und hat dann den grünen Strang abgelesen, komplementär dazu den blauen produziert. Soweit, so gut. Hier hat also die DNA-Polymerase 3 mit der Neusynthese, mit der Ergänzung beginnen können. Wir sehen, sie hat da bereits recht viel Arbeit geleistet. Alles, was da blau ist, der blaue Strang, der ist neu hinzugekommen. Diesen Teil hat die DNA-Polymerase 3 also bereits neu produziert. Dafür hat sie Bausteine benötigt. Das sind diese DNTPs. Damit ein solcher Strang aufgebaut werden kann, ist auch Energie erforderlich. Die Energie stammt aus der Abspaltung von zwei Phosphatresten. Der dritte Phosphatrest, wissen wir, bleibt in der DNA drin, ist dann Teil des Rückgrats, Teil des Backbones. Die DNA-Polymerase 3, die arbeitet da zügig, kommt voran und bewegt sich da nach links oben. DNA-Polymerasen sind sehr schnell. Sie können pro Sekunde 1000 Positionen ablesen, dann das richtige Nukleotid packen und einbauen, anschließend überprüfen, ob sie ihre Arbeit gut gemacht haben. Falls ja, einen Schritt weitergehen und da das Spiel von vorne beginnen. Also eine durchschnittliche DNA-Polymerase, die schafft pro Sekunde 1000 Nukleotide. Das ist sehr schnell und ist trotzdem immer noch extrem genau bei ihrer Arbeit. Ursprünglich war das Dreistrichende hier unten beim Primer. Hier war auch der Start. Hier konnte die DNA-Polymerase 3 beginnen. Mit jedem Nukleotid, das da verbaut wurde, ist auch das Dreistrichende weiter nach links oben gewandert und aktuell befindet sich das Dreistrichende gerade hier, wo die DNA-Polymerase 3 an der Arbeit ist.
Die Arbeit, die von der DNA-Polymerase 3 verrichtet wird, das wäre Schritt 4. Ich zoome etwas raus. Betrachten wir das Bild aus der Vogelperspektive. Wir sehen, die Helikase geht nach links, öffnet den Reißverschluss und die DNA-Polymerase 3, die kann bequem hinterherfahren. Weil hier der Prozess kontinuierlich abläuft, aus dem Grund sagt man dem Strang hier unten oder der Situation hier unten, das sei der Vorwärtsstrang, auf Englisch wird das dann auch als Leading Strand bezeichnet. Nachdem wir nun den Ablauf auf dem Vorwärtsstrang verstanden haben, wollen wir uns als nächstes die Situation anschauen, wie sie da hier oben abläuft. Wir werden sehen, vom Prinzip her ist das eigentlich eine sehr ähnliche, sehr vergleichbare Situation. Allerdings kommt da ein neuer Aspekt hinzu. Wir erinnern uns zurück, als wir die DNA kennengelernt haben, die Doppelhelix. Da haben wir gesagt, die beiden Stränge in der Doppelhelix drin, die haben wir mit Schlangen verglichen und gesagt, diese Schlangen, die seien Kopf an Schwanz orientiert. Der Fachausdruck lautet antiparallel. Also der eine Strang, der eine Kopf würde nach oben zeigen und der andere nach unten. Wir haben einen Strang, der hier, der hat hier das Fünfstrichende. Wir haben mal gesagt, Fünfstrich sei der Schwanz der Schlange nicht so interessant und das Dreistrichende, das sei der Kopf, dort wo die Zähne sind, dort wo es ein bisschen spannender ist. Die eine Schlange zeigt also mit dem Kopf da nach rechts unten und die zweite, der zweite Strang, da sehen wir, befindet sich das Dreistrichende in der Mitte auf der linken Seite und das Fünfstrichende der Schwanz wäre hier ganz rechts oben. Was hat das jetzt für Auswirkungen? Was sind die Konsequenzen für die Verdopplung, für die DNA-Replikation? Zunächst mal, wenn wir die Arbeit der Helikase uns anschauen, sehen wir, ja gut, sie öffnet den Reißverschluss. Wir haben hier zwei Einzelstränge in grün. Soweit so identisch. Als nächstes jedoch sehen wir, wenn wir auf diesem Strang hier, auf dem oberen Strang, einen Primer synthetisieren lassen von der Primase, dann, ich muss da etwas reinzoomen, um das besser zeichnen zu können, dann zeigt das Dreistrichende in die falsche Richtung. Das Dreistrichende vom Primer, das war hier. Hier konnte also die DNA-Polymerase 3 mit ihrer Arbeit beginnen. Das hat sie getan. Im Moment befindet sie sich da etwa auf halber Strecke in der Mitte. Das bedeutet auch, das Dreistrichende aktuell ist bei der DNA-Polymerase 3. Wir haben gleich zu Beginn der heutigen Lektion mehrmals sehr stark betont mit rot markierten Ausrufezeichen, dass die DNA-Polymerase nur drei Strichenden verwenden würde. Und das ist hier natürlich immer noch der Fall. Deshalb können wir auch die Arbeitsrichtung markieren. Dieses Enzym, das hier an der Arbeit ist, das geht da nach rechts oben. Weshalb ist das ein Problem? Also ja, ein Problem ist es im Grunde genommen nicht. Die Zelle hat eine gute Lösung gefunden. Sie macht das nämlich so, dass wenn jetzt die Helikase geht jetzt da weiter nach links, der Reißverschluss wird sich öffnen. Das bedeutet, wir bekommen jetzt dann an der Stelle neue grüne Vorlage. Das Enzym Primase wird deshalb, wenn da auch der Bereich als Einzelstrang vorliegt, wird dann den nächsten Primer hier etwa an der Position erzeugen. Dann geht der Reißverschluss weiter auf und mit schöner Regelmäßigkeit
wird die Primase neue Primer produzieren. Die Eigenschaft dieser Primer ist dann jeweils, dass das Dreistrichende von der Helikase weg zeigt, so genau in die andere Richtung, nicht wie hier unten in die gleiche Richtung, sondern hier geht das Dreistrichende von der Helikase weg und daher wird dann auch die neue DNA hier nach rechts oben produziert. Das ist nicht weiter problematisch. Es gibt neue DNA, die Zelle kann diesen Strang verdoppeln, das ist soweit kein Problem. Wir erkennen aber unschwer, dass wenn man da die Helikase weiterarbeiten lässt, dann wird recht oft ein neuer violetter Primer gemacht. Das ist hier auch der Fall gewesen. Dieser Primer hat auch der DNA-Polymerase 3 als Startpunkt gedient. Dann hat sie einen neuen blauen DNA-Strang gemacht, so wie hier unten auch. Das Problem, das wir hier haben oder die Zelle lösen muss, liegt darin, die blaue DNA-Polymerase 3, die arbeitet gut und zuverlässig, solange sie da freie Bahn hat. In dem Moment, wo sie aber auf den Primer trifft, kann sie nicht weiter. Dieser Primer, der wirkt wie eine Blockade, der versperrt den Weg. Da kann nun dieses Enzym nicht weiterarbeiten. Das ist nicht im Sinne der Sache, denn am Schluss wollen wir ja eine durchgehende Doppelhelix haben aus dem Material DNA. Und wenn da ab und zu ein Primer vorliegt aus RNA, dann kann natürlich der Prozess in dem Moment noch nicht fertig sein. Trotzdem, für die DNA-Polymerase 3, die da die Ergänzung macht, die kommt da nicht weiter. Die wird sich also da ablösen müssen. Die wird nicht weiterarbeiten können. Die geht ins Zytoplasma zurück und sucht sich dann den nächsten Primer, wo sie noch genügend Raum hat, um neue hellblaue DNA synthetisieren zu können. Das wäre in unseren Überlegungen drin hier Schritt 5. Wir haben da also jetzt das Problem zu lösen, was tut die Zelle, wenn sie mit schöner Regelmäßigkeit neue RNA-Primer benötigt? Wie bekommt sie die dann zum Schluss auch wieder raus? Sie will ja am Ende wirklich eine schöne, neue, durchgehende DNA-Doppelhelix ohne RNA-Stücke drin haben. Die Antwort, die im Laufe der Evolution entstanden ist, die Zellen für sich gefunden haben, die Antwort ist ein weiteres Enzym. Das heißt leider recht ähnlich, das heißt auch DNA-Polymerase, hat jetzt aber eine andere Nummer bekommen. In diesem Fall schauen wir uns den Prozess an, der beim Bakterium Escherichia coli genauer untersucht wurde und dort auch erstmals sehr gut beschrieben wurde. Und bei diesem Organismus Escherichia coli, abgekürzt E. coli, hat man da die DNA-Polymerase 3 und die DNA-Polymerase 1 gefunden. Es gibt auch eine Nummer 2, von der weiß man aber nicht so genau, was sie für eine Funktion hat und deshalb ist sie in unserer Abbildung hier auch nicht präsent. Die DNA-Polymerase 1, ihre Funktion kennt man, die ist eine sehr wichtige in diesem Prozess drin. Ihr könnt euch das so denken, dieses Enzym, das kann auf der einen Seite, das bewegt sich auch in die Richtung nach rechts oben, auf der Vorderseite frisst es den Primer weg, es baut den Primer ab, deshalb ist da nur noch die Hälfte übrig und das ist auch der Grund, weshalb ich hier so ein Symbol gewählt habe, das ein bisschen an eine Mundöffnung erinnern soll. Der Primer wird abgeknappert, der wird weggefressen und dort, wo das Enzym DNA-Polymerase 1 den Primer weggefressen hat, hat es jetzt natürlich ein Loch. Diese Lücke kann die Polymerase 1 selbst füllen. Sie frisst also vorne den Primer weg und gleich hinten wird mit DNA aufgefüllt. Also die DNA-Polymerase 1 ersetzt den RNA-Primer durch hellblaue DNA. Das ist Schritt 6.
Das macht die DNA-Polymerase 1 sehr zuverlässig. Überall dort, wo sie Primer findet, ersetzt sie diese durch DNA, geht dann anschließend auch wieder ins Zytoplasma, sucht sich einen neuen Primer, den sie wegfressen kann und durch DNA ersetzen kann und so weiter und so fort. Aber jedes Mal, wenn sie so einen Primer ersetzt hat, durch DNA hinterlässt sie im Rückgrat der DNA eine Lücke. Diese Lücke müssen wir uns so denken, dass zwischen zwei benachbarten Nukleotiden die Verbindung über die Phosphatreste noch nicht ausgebildet wurde. Also so eine Lücke, das könnte man auch als Strangbruch bezeichnen. Der Backbone, das Rückgrat, ist hier noch nicht durchgehend. Zucker, Phosphat, wir erinnern uns, das bildet so einen Strang, eine Kette, das hält das Ganze zusammen. Und in dem Falle hier, wenn die DNA-Polymerase 1 den Primer ersetzt hat, dann kann sie da dieses Verknüpfen der beiden Enden von vorher und nachher nicht selbst durchführen. Diesen letzten Schritt, die Verknüpfung, den macht das Enzym DNA-Ligase. Die Lücke wird auf Englisch auch als Nick bezeichnet. Die DNA-Ligase, sie schließt also diesen Nick, sie verkettet die beiden Zucker durch den Phosphatrest im Rückgrat drin. Und damit, wenn das auch geschehen ist, dann hat die Zelle wirklich eine nagelneue blaue DNA bekommen, die jetzt wunderbar passt zur grünen Vorlage. Und damit ist die DNA-Doppelhelix intakt, hat keinen RNA-Primer mehr drin, es hat keine Lücken mehr im Backbone drin. So muss es also sein. Eine durchgehende DNA-Doppelhelix ist entstanden. Das wäre Schritt 7. Und damit hat es die Zelle eigentlich geschafft. Wir auch fast. Wir haben vorhin hier unten den Vorwärtsstrang markiert gehabt, gesagt, die Helikase geht nach links und die DNA-Polymerase 3 hinterher, deshalb vorwärts. Und rückwärts können wir jetzt auch verstehen, die Primer zeigen in Anführungszeichen in die falsche Richtung. Weil das so ist, müssen in schöner Regelmäßigkeit hier neue Primer synthetisiert werden. Und das hat man deshalb dann als Rückwärtsstrang bezeichnet. Als nächstes wollen wir uns Gedanken machen, was Gene sind und wie ein Gen aufgebaut ist. Im Bereich Life Sciences hört man den Begriff Gene sehr oft. Man hört ihn gelegentlich auch im Alltag, wenn es zum Beispiel um Gentechnologie geht oder andere Aspekte im Leben, wie eben Mutationen. Da sind dann auch manchmal Gene betroffen. Es macht deshalb Sinn, dass wir uns als nächstes ein paar Gedanken machen, was ein Gen ist aus biologischer Sicht und was eine Zelle mit einem Gen genau anstellt. Zunächst auf Seite 85 in unserem Skript drin haben wir die Definition. Das ist selten in der Biologie, diesmal recht einfach. Man kann nämlich ein Gen mit einem einzigen Satz definieren und der ist, hoffe ich zumindest, sogar nicht mal so schwer verständlich. Ich markiere diesen Satz hier. Man könnte das salopp ausgedrückt so sagen, ein Gen ist eine Bauanleitung. Wofür, wäre die Anschlussfrage. Ein Gen ist eine Bauanleitung für ein Protein. Die allermeisten Gene, 99,9% der Gene, die es auf einem Chromosom drauf hat, kodieren für Proteine. Also wenn eine Zelle ein Gen abliest, dann tut sie das, weil sie ein ganz bestimmtes Protein herstellen will. In seltenen Fällen will die Zelle nicht ein Protein machen für sich, sondern ein RNA-Molekül. Wir kennen die RNA-Moleküle noch nicht so im Detail. Wir markieren das hier deshalb auch einfach mal und erwähnen es. Wir lernen dann diese hier aufgeführten RNA-Moleküle noch kennen im weiteren Verlauf des Semesters.
Wenn wir etwas weiter nach unten gehen, dann sehen wir, wie genau die Zelle den Informationsfluss regelt. Das, was hier abgebildet ist, das ist der genetische Informationsfluss in einer Zelle drin. Es gibt zwei Wege, wie eine Zelle mit genetischer Information umgeht. Den einen Weg, den kennen wir bereits aus der Lektion vorher. Das ist die DNA-Replikation. Das bedeutet, die Information ist als DNA gespeichert, als Chromosom, und wird abgelesen, gebraucht, um neue DNA zu erzeugen. Die Information wird zwar vermehrt, aus einer Doppelhelix werden zwei Doppelhelices, aber die Information bleibt auf der Ebene der DNA. Es ist lediglich ein Vervielfältigen des Trägermaterials. So wie wenn wir ein Blatt Papier auf einem Kopierapparat halten, haben wir am Schluss 10 Kopien, aber mit dieser Information ist sonst weiter nichts geschehen, außer dass sie eben vervielfältigt wurde. Das ist bei der DNA-Replikation auch so. Der zweite Weg, wie eine Zelle genetische Information nutzt, das sind die beiden Pfeile, die da nach unten zeigen. Und am Ende von den beiden Pfeilen steht da ein Protein. Das ist also das, was am Ende aus der Bauanleitung, aus einem Gen in einer Zelle drin entsteht. Der Weg geht über einen Zwischenschritt. Der Zwischenschritt, das ist die RNA. In diesem Fall eine Messenger-RNA oder Boten-RNA. Da werden wir gleich sehen, wie dieser Prozess abläuft. Man kann, oder nicht man, sondern in Lehrbüchern drin, wird das häufig auch getan, oder auf Webseiten, wenn ihr da auf Wikipedia nachschauen geht zum Beispiel, werden diese beiden Schritte von der DNA zur RNA und von der RNA zum Protein, das wird zusammen als Genexpression bezeichnet. Die einzelnen Schritte, die heißen Transkription und Translation. Man könnte also sagen, beides zusammen, Transkription und Translation gleich Genexpression. Genexpression, da steckt schon ein bisschen drin. Wir brauchen ein Gen einerseits, und Expression bedeutet ausdrücken, also irgendetwas mit diesem Gen machen. In dem Falle bedeutet das Machen, aus dem Gen soll ein Protein gemacht werden von der Zelle. Und das ist mit Genexpression gemeint, der Weg von der DNA via Messenger-RNA hin zum fertigen Protein. Diesen Schritt haben wir auf Seite 88. Wir beginnen unsere Überlegungen oder unsere Betrachtung hier oben. Da haben wir die DNA. Die Zelle wird die DNA ablesen. Der Prozess, haben wir gesagt, heißt Transkription. Dann entsteht eine Messenger-RNA, die ist zuerst noch so ein bisschen in einem unfertigen Zustand, deshalb Prä-mRNA, die muss dann noch verarbeitet werden, und dann haben wir eine reife Messenger-RNA. Und der zweite Schritt, haben wir gesagt, von der Messenger-RNA hin zum Protein, das sei die Translation. Das wäre also der Weg, den wir da heute noch machen wollen. Dann haben wir es geschafft. Beginnen wir mit dem Gen hier oben, also mit der DNA. Jedes Gen, egal ob beim Menschen, bei einer Tomate oder bei einem Bakterium, jedes Gen besteht aus drei verschiedenen Abschnitten. Und diese drei Abschnitte, die haben unterschiedliche Funktionen. Die sind hier grün, blau und rot dargestellt. Heißen tun sie Promotor, Transkriptionseinheit und Terminator. Der Promotor, das ist die Steuerzentrale des Gens. Jede Zelle in unserem Körper drin enthält sämtliche Gene, die es braucht, um einen Menschen zu machen.
Denkt an eine Nervenzelle im Gehirn. Diese Nervenzelle, die braucht ganz bestimmte Gene, damit sie die Nervenimpulse erzeugen und weiterverarbeiten und leiten kann. Diese Zelle besitzt aber auch Gene, die sie nicht braucht. Beispielsweise Gene, die notwendig sind, um Knochensubstanz zu erzeugen, wenn man eine Knochenzelle ist. Oder Gene, die notwendig sind, um Verdauungsenzyme zu produzieren im Darm drin. Mit anderen Worten, ein Promotor muss die Information enthalten, in welchem Gewebe drin dieses Gen benötigt wird, wo es abgelesen werden soll und in welchen Geweben drin dann das Gen aber auch nicht abgelesen werden soll. Das Wann ist auch relevant. Manche Gene brauchen wir nur bei der Embryonalentwicklung, beispielsweise die Gene, die notwendig sind, um die Nabelschnur zu machen. Die brauchen wir in den ersten Lebenswochen. Und für den Rest des Lebens können diese Gene dann abgeschaltet werden. Mit 25 Jahren oder 75 Jahren brauchen wir keine Nabelschnur mehr. Deshalb kann oder muss dann das Gen oder diese Gene müssen dann stumm geschaltet sein. Es gibt Gene, die brauchen wir nur, wenn eine Verletzung stattgefunden hat, um dann anschließend einen Wundverschluss und eine Heilung ablaufen lassen zu können. Solche Gene müssen also auf gewisse Umweltreize reagieren können, wie eben eine Verletzung. Das wäre hier auch so ein Beispiel. Und ein anderes Beispiel wäre, viele Pflanzen, die regulieren die Bildung der Blüten nach der Tageslänge. Über die Tageslänge können sie erkennen, in welcher Jahreszeit sie sind und wie weit die Jahreszeit fortgeschritten ist. Also wann kann bei einer Pflanze zum Beispiel auch bedeuten, wann sollen die Gene abgelesen werden, die es braucht, um eine Blüte machen zu können für die Fortpflanzung. Der Promotor steuert wann, wo und die dritte Information, die der Promotor beisteuern muss, das ist das wie oft. Man könnte auch sagen, braucht es viele Kopien am Schluss von dem Protein hier unten. Oder braucht es nur ganz wenige davon? Soll das Gen oft abgelesen werden oder soll es eher selten abgelesen werden? Wir sehen also, so ein Promotor, das ist nicht ein einfacher Lichtschalter, der on-off ein aus regelt, sondern das ist eine sehr komplexe Steuerung, die dieser Promotor machen muss. Und meistens sind es gleich verschiedene Steueraspekte, die da übereinander gelagert sind und gleichzeitig im Körper, im Leben von einem Organismus berücksichtigt werden müssen. Ein sehr langes Wort, die Transkriptionseinheit, das ist der blaue Bereich. Dieser Abschnitt wird in RNA übersetzt, deshalb heißt er auch Transkriptionseinheit. Die Transkription macht diese Übersetzung. Und schließlich rot, das können wir schnell abhandeln. Jedes Gen braucht auch ein Stoppsignal. Die Zelle muss wissen, wo sie mit dieser RNA-Synthese, mit diesem Ableseprozess aufhören kann. Sonst würde sie ja das ganze Chromosom ablesen und das wäre dann sicher viel zu viel. Der erste Schritt, das ist die Transkription. Wir sehen da mit diesen bestrichelten Linien, das ist also der blaue Bereich, die Transkriptionseinheit. Während der Transkription wird übersetzt in ein RNA-Molekül. Diesen Prozess schauen wir uns nächste Woche genauer an. Im Moment sagen wir einfach, dass da abgelesen wird, eine Kopie erzeugt wird. Und die Kopie, die erzeugt wird, die kann die Zelle noch nicht direkt verwenden, um ein Protein daraus machen zu können. Damit daraus wirklich eine funktionsfähige Proteinbauanleitung wird, das wäre hier unten, damit aus dieser Vorstufe eine reife mRNA wird, müssen noch drei verschiedene Dinge geschehen. Diese drei verschiedenen Dinge, die wollen wir farbig markieren. Zunächst mal gilt es, gewisse Stücke aus der
unreifen RNA rauszuschneiden, und zwar die Stücke, die hier so dunkel gehalten sind, die werden rausgeschnitten. Na, ich gehe da nochmals zurück. Wir markieren die Abschnitte, welche für die Aminosäuren kodieren, welche also tatsächlich die Informationen enthalten, welche Aminosäuren in welcher Reihenfolge im fertigen Protein hintereinander zu liegen kommen. Das wären hier die hellblauen Abschnitte. Die dunklen Abschnitte, die sogenannten Introns, die werden herausgeschnitten. Ich mache das hier auch etwas dunkler. Diesen Prozess nennt man Splicing. Das Splicing bedeutet also, dass die zuvor getrennten Exons, die kodierenden Bereiche, die hier so als Inson, hellblaue Inson vorliegen, die werden dicht an dicht hintereinander gehängt. Wir sehen das dann hier unten. Da sind alle Exons hier schön hintereinander und es hat keine trennenden Zwischenstücke mehr, keine Introns mehr dazwischen. Der zweite Schritt, der geschehen muss, das ist das Anhängen einer Steuerstruktur hier am Vorderende, am Fünfstrichende. Man nennt diesen Prozess das Capping. Cap bedeutet so viel wie Deckel. Die Cap-Struktur hier, die hat drei verschiedene Aufgaben. Einerseits fördert sie den Weg aus dem Zellkern, dem Nukleus raus ins Zytoplasma. Gemacht, entstehen tut die Messenger-RNA im Innern des Zellkerns und die Proteinsynthese, also das Ablesen der reifen Messenger-RNA, das geschieht dann im Zytoplasma bei den Ribosomen. Das sind die Proteinfabriken. Das bedeutet, die mRNA muss also noch ein Stück Weg aus dem Zellkern ins Zytoplasma zurücklegen und diese Cap-Struktur, das ist so eine Art Adresse oder Flugticket, wenn man so will, damit da der Weg ins Zytoplasma etwas besser gefunden wird. RNA-Moleküle sind eher kurzlebig in Zellen drin. Die Zellen wollen die Bauanleitungen auf der einen Seite produzieren, damit sie die Proteine machen können. Aber diese Bauanleitungen, diese mRNAs, die dürfen dann auch nicht zu lange existieren, weil sie sonst immer wieder von Neuem abgelesen würden und immer mehr Proteine entstehen würden. Und das wäre dann auch ein too much, ein zu viel. Damit das nicht geschieht, werden mRNAs abgebaut von der Zelle. Trotzdem, sie müssen lange genug leben, damit sie eben doch genügend oft als Vorlage für die Proteinsynthese herhalten können. Und die Cap-Struktur hat da einen steuernden Einfluss. Schließlich die Proteinsynthese selbst. Das ist oder geschieht an den Ribosomen. Das sind die Proteinsynthesefabriken. Wir lernen sie noch kennen im weiteren Verlauf des Semesters. Und die Cap-Struktur, pinkfarbig hier, unterstützt den Start der Proteinsynthese von diesem Ableseprozess. Der letzte Schritt, der notwendig ist, um von der Prä-mRNA, der Vorläufer-mRNA, zur reifen, funktionsfähigen mRNA zu kommen, das ist das Anhängen von einem Poly-A-Schwanz. Das wird auch als Polyadenylierung bezeichnet. Ich schaue auf die Uhr, ich muss mich etwas beeilen, damit wir die Zeit einhalten. Wir haben also gesehen, es gibt drei Verarbeitungsschritte, um von der Prä-mRNA zur reifen RNA zu kommen, oder der Reifeprozess, könnte man sagen, umfasst diese drei Schritte. Das Splicing, Entfernen der Introns, das Capping, das Anhängen dieser Steuerstruktur und das Anhängen dieses grünen Poly-A-Schwanzes. Damit ist die mRNA bereit, um als Vorlage zu dienen für die Proteinsynthese. Ich mache die hier farblich noch gelb. Die geschieht, wie erwähnt, im Zytoplasma.
Der Weg muss also aus dem Kern Nukleus raus ins Zytoplasma gefunden werden. Dort entstehen dann die Proteine. Und Proteine, wissen wir, bestehen aus Aminosäuren. Die sind in unserer Grafik hier als Kügelchen dargestellt. Es gibt 20 verschiedene Aminosäuren, die in Proteinen drin vorkommen. Deshalb haben diese Aminosäuren hier auch unterschiedliche Farben. Es sind nicht 20 verschiedene Farben, so viele Schattierungen hat das Grafikprogramm nicht hergegeben, aber wir sehen zumindest, das sind nicht alles dieselben Aminosäuren. Aminosäuren werden häufig auch als AS abgekürzt und die erste Aminosäure in einem Protein drin, das ist immer Methionin. Methionin, das ist der Name von einer dieser 20 Aminosäuren. Das ist eine schwefelhaltige Aminosäure. Die hat den Namen Methionin bekommen. Immer die erste Aminosäure in einem Protein drin ist dieses Methionin. Die anderen folgenden Aminosäuren, dann die unterscheiden sich von Protein zu Protein, aber die erste, das ist immer Methionin. Und mit dieser Gesamtübersicht haben wir es geschafft für heute. Ich wünsche allen noch einen schönen Nachmittag. Würde mich freuen, wenn ihr euch heute in einer Woche wieder zuschaltet. Tschüss zusammen.